Einige von ihnen haben gefragt, wie kann ich die Lackierung retten, wenn etwas schiefgegangen ist? Und als Lackierer wissen wir, dass man so etwas oft dann feststellt, wenn man gerade beginnen möchte, den Klarlack zu lackieren. Sie werden gemerkt haben, dass das hier kein richtiges Auto ist. Und so konnte ich eine schlechte Einlackierung auf der Türe und Staubanschlüsse auf der Haube simulieren. Und nun werde ich anfangen, die Fehler zu beheben. Ich muss erst einmal schleifen, um den Fehler zu beheben. Dafür benutze ich P1000 oder feineres Schleifpapier, um den Staub zu entfernen. Schon erledigt. Jetzt muss ich noch den Basislack neu auftragen. Ein, zwei wichtige Dinge muss man beachten. Der Abstand zum Objekt sollte möglichst klein sein, dass man so wenig Overspray und Staubverteilung wie möglich produziert. Die Lackierung sollte in einem dünnen Spritzgang erfolgen, sodass eine schöne gleichmäßige Oberfläche entsteht, ohne dass der Film zu nass wird. Zwischen den Spritzgängen können Sie immer wieder trockenblasen, um den Prozess zu beschleunigen. Es lohnt sich auch, zwischen den Spritzgängen das Staubbindetuch zu verwenden, um den Overspray zu reduzieren. Ich nähere mich langsam an, ohne zu nass zu arbeiten. Es ist tatsächlich besser, in 3 bis 4 dünnen Spritzgängen zu arbeiten, als in 2 nassen. Geschwindigkeit ist hierbei nicht wichtig. Nochmal, nur am Rand der Reparatur mit dem Staubbindetuch wischen. Ich glaube, einen noch und dann wird es gut sein. Nun noch trocknen und dann schauen wir. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Sieht gut aus. Das war eine einfache Sache, mit spritzfertig eingestelltem Material. Und wie Sie sehen können, absolut kein Problem. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Türe mit den schlechten Einlackierungen werfen. Ich mische nun meinen Farbton 1:1 mit dem Beispritzadditiv, um das Deckvermögen runterzusetzen. Das wird mir helfen, diesen unschönen Einlackierbereich abzudecken und einen guten Übergang in die Originallackierung herzustellen. Ich lackiere einen dünnen Gang mit 1 bar Eingangsdruck, den ich dann zügig ablüften lasse. Wenn es okay ist, kann ich weitermachen. Wenn nicht, kann ich den Vorgang nochmal wiederholen und ein wenig mehr ausweiten. Aber das Erste, was ich machen muss, ist möglichen Staub mit einem Staubbindetuch von der Oberfläche zu entfernen. Nun lackiere ich einen dünnen, gleichmäßigen Gang über den Bereich hinaus, der ursprünglich lackiert wurde. Ich möchte einen sehr feinen und gleichmäßigen Film haben. Und es sieht fast aus wie kleine Tröpfchen. Aber wenn sie trocknen, ergeben sie einen einheitlichen, glatten Film. So, nun noch schnell ablüften und wir sehen, was wir erreichen konnten. Das ist genug abgelüftet. Ich trockne nur noch hier die kleinen Stellen. Okay, ich sehe eine generelle Verbesserung, aber hier unten ist noch ein Bereich, mit dem ich nicht ganz glücklich bin. Also nochmal abwischen und den Prozess wiederholen. Nochmal schön gleichmäßig, glatt und einheitlich. Ein bisschen ausweiten auf den Kotflügel, nur so, dass ich keinen richtigen Film aufbaue und möglicherweise ein anderes Problem erzeuge. And I think we should be okay with that. Let's see. So, nun mal sehen. Ja, ich finde es ziemlich gut. Ich denke, ich habe den Job gerettet. Sie werden gemerkt haben, dass ich ein bisschen weiter in den Kotflügel eingeblendet habe, nur um eine Markierung oder einen Rand zu vermeiden. Aber es sieht gut aus. Man sieht nichts.
Ich denke, wir sind fertig für den Klarlack. Ich wische hier kurz mit dem Staubbindetuch ab, bevor ich den Klarlack auftrage. Und natürlich habe ich mit den Korrekturen ein bisschen mehr Overspray und Rauheit in der Oberfläche erzeugt als normal. Mal sehen, was im Tuch ist. Ja, da ist ein bisschen Overspray. Es ist ungewohnt, aber es reicht, ihn einfach abzuwischen. Okay, hier noch ein kleiner Tipp für Sie. Da, wo ich die kleinen Probleme beseitigen musste, werde ich einen dünnen halben Spritzgang Klarlack auftragen, um den Spritznebel ein bisschen abzudecken und ein Beifallen zu vermeiden. Schauen Sie, ich fange nun an, den Klarlack zu spritzen. Das ist der halbe Gang Klarlack, der mir beim Abdecken hilft, und nun kann ich den ersten Klarlackgang lackieren. Dieser sollte ein glatter, geschlossener Film werden. Keine Poren oder Struktur sollten sichtbar sein. Dieser muss nicht zu satt gespritzt werden. Das ist der erste volle Spritzgang auf Verlauf, dem der zweite nach einer kurzen Abluft folgt. Ein bisschen vorsichtig hier. Ich strecke mich ein wenig aus. Sie sehen, der Klarlack benetzt sehr schön. Kaum Aufwand, einen geschlossenen Film zu bekommen. Sehr einfach zu lackieren. Nun kommt eine kurze Abluft von 3 bis 5 Minuten und dann kommt der letzte Gang. So, jetzt kommt der letzte Gang, der zweite Gang Klarlack. Dieses Produkt kennen Sie vielleicht oder vielleicht nicht. Aber mit diesem kann ich ein bisschen mutiger in den zweiten Gang gehen. Es hat eine sehr gute Standfestigkeit, sodass ich direkt das Finish lackieren kann, das ich haben möchte. Ich komme rum und lackiere die Front. Und ich kann jetzt schon sehen, dass die Reparatur, die ich hier zur Beseitigung der Staubeinschüsse vorgenommen habe, richtig gut ist. Gefällt mir. Ich fange an der nassen Kante an und arbeite dann Richtung zu mir. Dieser Klarlack lässt sich sehr gut verarbeiten. Er gibt einem einen guten Eindruck, die Struktur oder Glätte direkt aus der Pistole zu steuern, so wie Sie sie möchten. Und nochmal, wenn ich mir anschaue, was ich auf der Türe gemacht habe, ist mein erster Eindruck in der Kabine, dass ich den Job erfolgreich gerettet habe. Wenn es getrocknet ist, schauen wir uns das Ganze nochmal im Tageslicht an. Und es sieht sicher gut aus. Die fertige Lackierung trocknen wir nun nach einer Abluftzeit von 5 Minuten für 15 Minuten bei 60 Grad. Danach bringen wir das Auto raus. Das ist das, was ich im Tageslicht sehen wollte. Und es ist leider Ende November, nicht so viel Tageslicht da. Aber so wie ich es sehe, ist die Einlackierung sehr gut. Wenn das ein richtiges Fahrzeug wäre, hätte ich keine Probleme, es dem Kunden so zu übergeben. Und wenn ich hier schaue, wo der Staub war, sieht ebenfalls sehr gut aus. Nur zur Erinnerung, es ist besser, Dinge im nassen Zustand auszubessern, wenn möglich. Es so zu machen wie hier ist ein größeres Risiko und braucht mehr Zeit. Vielen Dank, bis bald.